Angehörige der Opfer der Anschläge. Ich kenne euer Gefühl sehr gut und erinnere mich, als ich meine Freunde bei mehreren Anschlägen verloren habe. Meine Freunde und die Opfer aller Anschläge auf der ganzen Welt ruhten in Frieden. Ich weiß, wie schwer es ist zu glauben, dass eure Lieben nicht mehr bei euch sind. Aber auch wir denken an sie und an euch. Ihr alle seid hier bei uns, in unseren Herzen und Gedanken. Ich bin sehr traurig, dass so etwas Schreckliches auch in Deutschland passiert und denke an die Familien und Freunde der Opfer. Manche sagen, dass es keine Hoffnung mehr gäbe, aber wir leben alle unter demselben Himmel und jeder hat das gleiche Recht, Sicherheit zu haben. Und Terrorismus darf nicht unsere Hoffnung stören. Ich weiß, wie man sich fühlt, wenn jemand von der Familie nach draußen geht und nie wieder zurückkommt. Eine kalte, dunkle Zeit, wann Menschen ihre Humanität verlieren. Terror, Extremismus sind Krankheiten, gegen die wir alle kämpfen müssen. Für die Familien von den Terrorattacken, ich weiß genau, wie es schmerzlich für euch ist. Let the sun throw its light through the black clouds and the rain wash the blood from the ground. Auch wir wünschen uns eine Welt ohne Grenzen, ohne Extremismus, ohne Terrorismus. Terrorismus ist unser gemeinsamer Feind. Wir fühlen mit euch. Wir raten vom Terrorismus und auch vom Krieg. Wir wissen, was das bedeutet, genau wie ihr. Ich bin bei euch, mein Herz mit euch. Liebe, Solidarität, Frieden und auch Toleranz können sehr viel bewegen. Ihr könnt das sehr gut verstehen, weil ihr einen hohen Preis für all das bezahlt habt. Wir sind gemeinsam gegen den Terrorismus. Wir halten zusammen. Ich bin vor Gewalt und Gefahr geflüchtet. Ich fand Zuflucht bei euch. Ihr nahm mich mit offenen Armen. Ihr schenkt mir Sicherheit und Freiheit. Den Frieden, den ich jetzt habe, will ich mit dem ganzen Herz mit euch teilen. Ihr seid nicht allein. Niemand kann wählen, wo er geboren wird. Was uns unterscheidet, ist weniger wichtiger als was uns vereint. Ich denke an alle Opfer und ihre Familie und ihre Freunde. Das tut mir sehr leid. Wir sind aber viele. Wir können gemeinsam etwas erreichen. Wir können hier mit euch zusammen weiter für den Frieden arbeiten. Mit unserer Liebe, unserer Menschlichkeit sind wir nicht machtlos gegen die Dunkelheit.